Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Gebet am Freitag. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Bettag, der Jesus Christus seine Marter trug, der Jesus Christus an die Säule gebunden, da bluteten ihm seine heiligen fünf Wunden. Von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Ach Sohn, liebster Sohn mein, wie könnte deine Marter uns erhaben sein? Ach Mutter, wie sind deine Worte so wahr und so klar? Wenn ich nur einen Menschen hätte, der mir dieses Gebet jeden Freitag dreimal bete, ich will ihm belohnen mit der himmlischen Krone, will ihm geben aus dem Fegefeuer drei Seelen. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Bettag, der Jesus Christus seine Marter trug, der Jesus Christus an die Säule gebunden, da bluteten ihm seine heiligen fünf Wunden, von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Bettag, der Jesus Christus seine Marter trug, der Jesus Christus an die Säule gebunden, da bluteten ihm seine heiligen fünf Wunden, von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Bettag, der Jesus Christus seine Marter trug, der Jesus Christus an die Säule gebunden, da bluteten ihm seine heiligen fünf Wunden, von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Ein kräftiges Gebet bei schweren Anliegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Mutter Jesu, durch deine unermesslichen Schmerzen, beim Leiden und Sterben deines Sohnes und der bitteren Tränen willen, die du vergossen hast, bitte ich dich, opfere den Heiligen, mit Wunden und Blut bedeckten Leib unseres göttlichen Erlösers in Vereinigung mit deinen Schmerzen und Tränen dem himmlischen Vater auf, zur Rettung der Seelen und um die Gnade zu erlangen, um die ich dich anflehe.
Jesus, Maria, ich liebe euch. Rettet Seelen und die Gottgeweihten. Amen. Jesus, Maria, ich liebe euch. Rettet Seelen und die Gottgeweihten. Amen. Jesus, Maria, ich liebe euch. Rettet Seelen und die Gottgeweihten. O Mutter Jesu, durch deine unermesslichen Schmerzen beim Leiden und Sterben deines Sohnes und um der bitteren Tränen willen, die du vergossen hast, bitte ich dich, opfere den heiligen, mit Wunden und Blut bedeckten Leib unseres göttlichen Erlösers in Vereinigung mit deinen Schmerzen und Tränen dem himmlischen Vater auf, zur Rettung der Seelen und um die Gnade zu erlangen, um die ich dich anflehe. Jesus, Maria, ich liebe euch. Seid uns barmherzig, rettet alle Seelen und die Gottgeweihten. Amen. Jesus, Maria, ich liebe euch. Seid uns barmherzig, rettet alle Seelen und die Gottgeweihten. Amen. Jesus, Maria, ich liebe euch. Seid uns barmherzig, rettet alle Seelen und die Gottgeweihten. Amen. O Mutter Jesu, durch deine unermesslichen Schmerzen beim Leiden und Sterben deines Sohnes und um der bitteren Tränen willen, die du vergossen hast, bitte ich dich, opfere den heiligen, mit Wundern und Blut bedeckten Leib unseres göttlichen Erlösers in Vereinigung mit deinen Schmerzen und Tränen dem himmlischen Vater auf, zur Rettung der Seelen und um die Gnade zu erlangen, um die ich dich anflehe. Amen. Jesus, Maria, ich liebe euch. Seid uns barmherzig. Rettet alle Seelen. Amen. Jesus, Maria, ich liebe euch. Seid uns barmherzig. Rettet alle Seelen. Amen. Jesus, Maria, ich liebe euch. Seid uns barmherzig. Rettet alle Seelen. Amen. Meine Kinder, so fügte der heilige Pfarrer von Ars dem Gesagten, einmal tief ergriffen auf der Pfarrkanzel predigend bei. Merkt euch dies wohl. So oft ich eine Gnade erhalten habe, habe ich sie auf diese Weise erbeten. Dieses Gebet trügt niemals. Ein kräftiges und heilsames Gebet für alle Menschen. Vom Heiligen Kreuz Christi wurde im Jahre 1505 auf dem Grabe unseres Herrn gefunden. Als Kaiser Karl zu Felde zog, erhielt er es vom Papst zum Geschenke und schickte es nach St. Michael in Frankreich, wo es auf einem Schilde in goldenen Buchstaben wunderschön ausgedruckt zu lesen ist. Wer dieses Gebet täglich betet oder beten hört oder bei sich trägt oder täglich 5 Vater Unser und ebenso viele Ave Maria zu Ehren des bitteren Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christi betet, wird nicht in jenen Tod sterben, in keinem Wasser ertrinken, in keinem Wald verbrennen, in keiner Schlacht umkommen und von keinem Gift Ungemach haben. Eine Frau in Kindesnöten, wenn sie dieses Gebet betet oder hört, wird zugleich entbunden und eine fröhliche Mutter sein. Und das neugeborene Kind wird, wenn man ihm dieses Gebet in die rechte Seite legt, von vielem Unglück und Ungemach befreit sein. Seht ihr einen mit Cornelius-Krankheit behafteten Menschen auf der Straße fallen und legt ihm dieses Gebet in die rechte Seite, so wird er gleich aufstehen und sich seiner Genesung freuen. Wer dieses Gebet von Haus zu Haus bringt, wird von mir gesegnet, und wer darüber spottet, wird verflucht.
Das Haus, worin sich dieses Gebet befindet, wird vom Blitz keinen Schaden leiden. Und dieses Gebet, täglich betet, wird 3 Tage vor seinem Tod ein Zeichen von Gott sehen, nämlich dies ist dein Sterbetag. Anrufung zu Gott und dem Heiligen Kreuz Christi. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gebenedeit sei der Herr Jesus Christus, der an dem Holz des Heiligen Kreuzes für alle unsere Sünden gestorben ist. O heiliges Kreuz Christi, sei mit mir. O heiliges Kreuz Christi, sei mit meinem Vertrauen. O heiliges Kreuz Christi, sei mir ein wahrhaftiges Licht meiner Seele und Seligkeit. O heiliges Kreuz Christi, wende von mir alle feindlichen Waffen. O heiliges Kreuz Christi, wende von mir alles Übel. O heiliges Kreuz Christi, gieße mir ein alles Gute. Durch dich komme ich auf dem Weg meiner Seligkeit. O heiliges Kreuz Christi, bewahre mich vor aller körperlichen Not. O gekreuzigter Jesus von Nazareth, erbarme dich meiner, damit der böse Feind von mir weichen möge, sichtbar und unsichtbar, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Zur Ehre des Leidens Jesu, zur Ehre seines teuren Blutes, zur Ehre seines schmählichen Todes, zur Ehre seiner heiligen Menschwerdung und Auferstehung, wodurch er uns unsere Seligkeit hat bringen wollen. So wahr wie Jesus in der heiligen Christnacht ist geboren worden, so wahr wie Jesus ist beschnitten worden, so wahr wie die heiligen 3 Könige in 13 Tagen Geschenke gebracht, so wahr wie Jesus am heiligen Karfreitag ist gekreuzigt worden, so wahr wie Jesus und Nikodemus Jesus vom Kreuz genommen und ins Grab gelegt, so wahr wie Jesus gegen Himmel gefahren ist, ebenso inbrünstig hoffe ich, dass der Herr Jesus mich bewahren wolle gegen alle meine sichtbaren und unsichtbaren Feinde, von nun an bis in alle Ewigkeit. O himmlischer Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus, Maria und Josef. Jesus, Maria und Josef und Anna. Jesus, Maria und Joachim, begleitet mich zur ewigen Freude. Amen. Anrufung zu Gott und dem Heiligen Kreuz Christi. Gebenedeit sei der Herr Jesus Christus, der an dem Holz des Heiligen Kreuzes für alle unsere Sünden gestorben ist. O heiliges Kreuz Christi, sei mit mir. O heiliges Kreuz Christi, sei mit meinem Vertrauen. O heiliges Kreuz Christi, sei mir ein wahrhaftiges Licht meiner Seele und Seligkeit. O heiliges Kreuz Christi, wende von mir alle feindlichen Waffen. O heiliges Kreuz Christi, wende von mir alles Übel. O heiliges Kreuz Christi, gieße mir ein alles Gute. Durch dich komme ich auf dem Weg meiner Seligkeit. O heiliges Kreuz Christi, bewahre mich vor aller körperlichen Not. O gekreuzigter Jesus von Nazareth, erbarme dich meiner, damit der böse Feind von mir weichen möge, sichtbar und unsichtbar, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Zur Ehre des Leidens Jesu, zur Ehre seines teuren Blutes, zur Ehre seines schmählichen Todes,
zur Ehre seiner heiligen Menschwerdung und Auferstehung, wodurch er uns unsere Seligkeit hat bringen wollen. So war wie Jesus in der heiligen Christnacht ist geboren worden, so war wie Jesus ist beschnitten worden, so war wie die heiligen drei Könige in 13 Tagen Geschenke gebracht, so war wie Jesus am heiligen Karfreitag ist gekreuzigt worden, so war wie Jesus und Nikodemus Jesus vom Kreuz genommen und ins Grab gelegt, so war wie Jesus gen Himmel gefahren ist. Ebenso inbrünstig hoffe ich, dass der Herr Jesus mich bewahren wolle gegen alle meine sichtbaren und unsichtbaren Feinde, von nun an bis in alle Ewigkeit. O himmlischer Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus, Maria, Josef, Jesus, Maria und Josef und Anna, Jesus, Maria und Joachim, begleitet mich zur ewigen Freude. Amen. Anrufung zu Gott und dem Heiligen Kreuz Christi. Gebenedeit sei der Herr Jesus Christus, der an dem Holz des Heiligen Kreuzes für alle unsere Sünden gestorben ist. O heiliges Kreuz Christi, sei mit mir. O heiliges Kreuz Christi, sei mit meinem Vertrauen. O heiliges Kreuz Christi, sei mir ein wahrhaftiges Licht meiner Seele und Seligkeit. O heiliges Kreuz Christi, wende von mir alle feindlichen Waffen. O heiliges Kreuz Christi, wende von mir alles Übel. O heiliges Kreuz Christi, gieße mir ein alles Gute. Durch dich komme ich auf dem Weg meiner Seligkeit. O heiliges Kreuz Christi, bewahre mich vor aller körperlichen Not. O gekreuzigter Jesus von Nazareth, erbarme dich meiner, damit der böse Feind von mir weichen möge, sichtbar und unsichtbar, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Zur Ehre des Leidens Jesu, zur Ehre seines teuren Blutes, zur Ehre seines schmählichen Todes, zur Ehre seiner heiligen Menschwerdung und Auferstehung, wodurch er uns unsere Seligkeit hat bringen wollen.